Willkommen zu einem neuen Song von Tilo. Tilo alleine haben wir jetzt, glaube ich, auch länger nicht gehabt, oder? Auf jeden Fall, das letzte war mit Milay und Severin. Und ich habe gehört, Severin hat sein Leben komplett umgestaltet. Richtig geil. Ich habe irgendwie so ein TikTok gesehen und Severin ist jetzt komplett clean auf Sport, richtig, ich will nicht sagen vegan und weiß ich nicht was, ich will nichts Falsches sagen, aber ja, Tilo macht dafür einen Song, der Molly heißt. Aber ich glaube, dem Bre geht's auch wieder besser. Also so, was ich in letzter Zeit sehe und so weiter. Der sieht auf jeden Fall wieder ein bisschen frischer aus, muss man mal ehrlich sagen. Produziert ist das Ganze von 808 Vibe, Mix von Consent und natürlich Mastering auch von Consent. Okay, Molly. Ah, Gitarrending. Okay, ich habe das Gefühl, das geht aber ein bisschen mehr in die Punk-Pop-Pop-Rock-Richtung, oder? Mal wieder, komm schon. Fühlt sich bisschen an wie Molly im Drink, wenn du da bist, seh ich tausend Farben. Fühlt sich bisschen an wie Love aus Instinkt und ich frag mich, wie lang du noch da bist. Ich hoffe, bis mein Grab steht. Baby, ich spür Panik, kalt wie die Antarktis. Alles ist so grau in meiner Welt, wenn du nicht da bist. Bin so bunt wie Smarties in meine Party. Also ich sag ganz ehrlich, ne? Der sieht immer noch fertig aus. Ja, das wollte ich gerade eben sagen. Ich glaube, es wird niemals so sein, dass der komplett clean sein wird. Aber ich hoffe, dass er so ein Mittelmaß findet, womit er wenigstens alt wird. Wisst ihr, was ich meine? Ey, aber ich finde den Beat echt schön und so. Schuss ab Polen im Benzos, Baby. Junkie-Jungs aus dem Brennpunkt sind für immer da, so wie Tattoos. Oh, Honey Berry Backwoods. Oh, niemals back in den Dreck. Oh, ich mach Cash, als wär ich das Finanz. Also, du willst mir sagen, ihm sollte man keine Aufmerksamkeit schenken. Soll ich richtig anfangen? Dann darfst du niemandem in diesem Business, also wirklich niemandem, Aufmerksamkeit schenken. Wenn du wirklich da, also, wenn es darum geht, was er erstens für eine Außenwirkung hat, zweitens vielleicht was für Skandale oder sonst was. Bro, ganz ehrlich, wenn wir da anfangen, ne? Ich sag dir ehrlich, der Typ tut sich selber weh, ist ein Vorbild leider für viele, aber viele missinterpretieren das Ganze. Das, was er hier macht, ist keine Verherrlichung. Digi, willst du so aussehen? Möchtest du so ein Leben? Also, wie viele Leute mit so einem Drogeneinfluss etc. haben so ein Leben? Das ist vielleicht einer von Millionen. Willst du wirklich, ganz ehrlich, wer das als Vorbild nimmt, ne, der hat sie wirklich nicht mehr alles an der Klatsche. So, also ernsthaft jetzt, ne? Also, und wenn du anfängst, ne, der sollte, wie soll ich sagen, der sollte keine Aufmerksamkeit bekommen. Da gibt es noch so viele Kandidaten, Mann. Da wollen wir gar nicht mit anfangen. Boah, hör mal. Awesome, ja, okay. Sie reden schlecht, ich geh mein Business clean, gib in die Fanta Dreck. Ja, meine Seele brennt und meine Psyche crackt, Baby. Ja, ja, ja. Los, ja. Rette mich, das ist kein scheiß Test. Ich bin auf Drugs, echt, und auf die Zeit weg. Ja, Cigarette. Und dann immer diese Zeilen dazwischen, ne? Dieses Rette mich. Ich hab so oft das Gefühl, dass er das. Er will das gar nicht, aber. Ist halt schwierig, ne? Aber sorry, ich glaube, um sowas zu verstehen, muss man so einen Funken, wie soll ich sagen, Empathie haben. So einen Funken Empathie braucht man dafür nur, ne? Jeder hat schon mal was gemacht, selbst Raff mit den NFTs. Hör mir auf, Alter. Wenn du damit anfängst, ne? Da, boah, Katastrophe, Alter, wirklich. Katastrophe. Fühlt sich bisschen an wie Molly im Drink. Wenn du da bist, seh ich tausend Farben. Fühlt sich bisschen an wie Love aus Instinkt. Und ich frag mich, wie lang du noch da bist. Ich hoffe, bis mein. Fühlt sich bisschen an wie Molly im Drink. Irgendwie der Vergleich ist ja süß, so, ne? Das fühlt sich. Ich sehe tausend Farben, wenn ich dich sehe und so weiter. Ist ja irgendwie süß gemeint, ne? Aber. Bruder, dieser Vergleich einfach wieder. Du da bist, ich tausend Farben. Fühlt sich bisschen an wie Love auf Instinkt und ich frag. Die Melodie ist schön von der Hook, Mann. Die Melodie ist schön. Wie lang du noch da bist, ich hoffe, bis mein Grab steht. Baby, ich spür Panik, kalt wie die Antarktis. Ich glaube, die kennen den früheren Sido nicht. Das habe ich mir schon so oft gedacht, ne? Also ich glaube, würde Sido das, was er früher gerappt hat, heute so à la Eminem, weißt du, so Death of Slim Shady hier, guck mal, ne? Ey, weißt du, wie viele einfach vom Glauben fallen würden? Weißt du, wie viele
ich heute bei TikTok gesehen habe, da hat jemand rausgefunden, dass Apache ein Sample benutzt hat. Weißt du, wie enttäuscht die Fans darunter waren? Oh nee, das hätte ich niemals gedacht, dass Apache klaut. Oh mein Gott, warum macht der sowas? Boah, nee, doch nicht Apache. Zur Vernunft, halt tausend Pillen in meinen Händen. Ich nehm sie alle ohne Grund. Ich bin so toll und kann nicht brennen. Digga, Mann. Weißt du, ich finde immer noch, der Typ kann wirklich schöne Melodien und alles, ne? Sonst wäre er nicht da, wo er ist. Das muss man auch einfach mal so sagen. Man muss kein Fan sein oder sonst was, aber er hat einfach dieses Talent für Melodien etc. etc., ne? Aber wenn ich dann immer wieder an diese verdammten, diese Drogenzeilen immer wieder, ne? Da kriege ich auch langsam einen Rappel, Alter. Ja, vielleicht bring ich uns noch rum. Hey, all der Scheiße, mein. Und genau das hier, ne? Ich will nicht böse sein, ne? Aber die Jugend verdummt immer mehr. Ich will nicht in dieser Jugendzeit groß werden. Weißt du, was wir gehört haben? Prinz Porno, Sido. Es gab noch viel Schlimmere. Und ich sag dir ehrlich, diese Musik früher war bei weitem schlimmer. Ob es jetzt Frauenfeindlichkeit angeht, Homophobie, Drogenmissbrauch, also wirklich keine sonst was. King Orgasmus, natürlich. So diese ganzen alten, ich kann das nicht mehr hören, ne? So dieses von wegen, ja, heutzutage ist alles so schlimm. Ja, Bruder, es war früher schon schlimm. Weißt du, woran die ganzen Musiker in den 80ern Jahren und so weiter gestorben sind? Weißt du, wo dran? Holy shit, Alter, an Drogen. Und zwar an viel zu vielen Drogen. Das ist immer schon ein Problem gewesen in dieser Musik. Nicht nur in dieser Musik, eigentlich in jeder. Bei Rock ist es Alkohol, bei EDM sind es irgendwelche Pillen und sonst was. Bei Hip-Hop ist es Alkohol und Weed und jetzt noch mehr. So, es ist leider einfach so. So traurig es auch klingt. Aber viele der Songs, die wir bekommen haben, hätten wir ohne Drogen nicht bekommen. Das klingt traurig vielleicht. Ich weiß. Und ich meine das jetzt nicht auf Tilo bezogen oder so. Aber bitte hört euch von Eric Clapton Cocaine an. Oder weiß ich nicht, von wem aus den 80er, 70er oder sonst was. So ist es, ne? Also, heißt aber nicht, dass ich es trotzdem gut finde oder so. Überhaupt nicht. Aber es ist leider einfach so. Gesund, but when you're next to me, fühl ich ein Molly High. Baby, du rescues mich und nicht die Polizei. Nee, okay, Hennessy, shit, Demon Time. Und Baby, wenn wir gehen, dann lass doch zu zweigen. Fühlt sich bisschen an wie Molly im Drink, wenn du da bist, ich tausendfach. Es müsste mal so eine cleane Konkurrenz einfach rauskommen zu Tilo, der einfach so christliche und drogenfreie oder Muslim, nee, das passt ja auch nicht, so in diese, und dann mit den Melodien von Tilo. Einfach so eine clean Version von ihm, Alter. Das wird aber niemals funktionieren. Das wird niemals funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Warum? Weil Musik polarisiert. Und nur das funktioniert im Endeffekt heutzutage noch, leider. Fühlt sich bisschen an wie Love auf Instinct. Und ich frag mich, wie lang du noch da bist. Ich hoffe, bis mein. Fühlt sich bisschen an wie Molly im Drink. Wenn du da bist, seh ich tausend Farben. Boah, ohne Scheiß, ihr gebt mir halt wirklich richtig auf den Sack, ne? Adam, ich wünsch dir erstmal was. Mach erstmal ein bisschen Päuschen. Chill einfach mal, geh, weiß ich nicht, die Musik hören, die du gerne hörst. Deswegen musst du anderen Menschen nicht unbedingt den Spaß kaputt machen oder die Leidenschaft oder den Geschmack, okay? So, du darfst deinen Geschmack haben, sag es gerne, aber hör auf, anderen Menschen etwas kaputt zu machen. Was hast du davon? Sind deine Eier deswegen größer? Was bringt dir das? Was zum Fick bringt dir das? Willst du Zustimmung? Was hast du davon? Was hättest du davon? Fühlt sich bisschen an wie Lauf auf Instinkt. Und ich frag mich, wie lang du noch da bist. Ich hoffe, bis mein Grab steht. Baby, ich spür Panik, kalt wie die Antarktis. Alles ist so grau in meiner Welt, wenn du nicht da bist. Bin so bunt wie Smarties. Okay, ich nehme vielleicht ein bisschen zurück, dass er wieder fresher aussieht, Alter. Der sieht gut fertig aus, Mann. Eieiei. Hey, ich bleib dabei. Schöne Melodie, Mann. Geiles Instrumental. Die irgendwie nie endet bei uns.
Weißt du, ich frage mich auch, Captain, so eine Sache, ne? Bei ihm machen echt viele sehr, sehr viel Stress, ne? Wo ist denn der Stress bei Leuten, die das genauso machen? Ein Bones, ein, weiß ich nicht, die ganzen Underground-Künstler, die ganzen Straßenkünstler, die darüber reden, dass sie nicht mal Drogen nehmen, sondern dass sie Drogen verkaufen. Das heißt, sie machen andere, à la Casino, okay? Nennen wir jetzt einfach mal Drogen-Rap, vergleichen wir jetzt mit Casino, Alter. So, keine Ahnung. So, das macht alles so, ach Mann, das macht alles so keinen Sinn, weißt du? Ich verstehe, dass Kritik berechtigt ist und dass Kritik auch definitiv, also, ne, also, da weiß er ja selber so. Aber diese ständige Diskussion darüber, wo sind denn die Leute, die dann aufstehen und sagen, oh, Snoop Dogg hat wahrscheinlich bei der Olympia 100 Kilo weggeraucht, Alter. Wo sind die? Aber nein, er steht halt für Amerika, macht Party und deswegen ist alles cool so. Es ist so ein komisches Hin und Her, ne? Wirklich. Diese Thematiken, boah. Mir tut er leid, Mann. Ich sag ehrlich, so dieses Image und diese Kunst damit aufzubauen, dass du leider wirklich ein Drogenproblem hast und damit dir eine Karriere aufbaust, ist wirklich scheiße. Sind wir mal ehrlich, weil er kann theoretisch nicht komplett ohne, weil wenn er ohne, ich kann es garantieren, die Musik wird anders klingen. Und das heißt, die Fans werden dann nicht mehr glücklich. Aber ihm wird es gut gehen. Das heißt, er wird immer versuchen, irgendwie so einen gewissen, weiß ich nicht, Pegel zu haben bei Konzerten und weiß ich nicht was. Einfach nur, um das immer noch es ist ein scheiß Kreis, glaube ich, Mann. Also wirklich. Ja, gerade das mit Konzerten. Das meine ich, ja. Oh mein Gott, Geld verdienen ist leicht, ja, ich merke es. Immer noch ein sehr kontroverser Charakter, ne? Immer noch ein sehr, ja, sehr schwieriger Charakter, der aber, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht hier wäre, wenn er nichts könnte. Und, ne, wie gesagt, er, meiner Meinung nach ist das eher abschreckend. Und für die Fans, die sich halt verstanden fühlen, ich hoffe, auch für euch ist das Ganze irgendwie so ein bisschen abschreckend trotzdem natürlich, ne? Aber trotzdem fühlen die sich verstanden, ne? Das ist halt, sag ich mal, das Wichtige an dieser Geschichte, sonst wären sie halt komplett alleine, ne? Ich fand den Song schön, sag ich ehrlich. Über 3 Minuten 40? Wow. Ich fand die Melodien schön in der Hook, muss ich sagen. Auch in den Parts. Beim Text habe ich genug gesagt.